und willkommen zurück bei King's Quest. Wir sind beim Essen immer noch und ja, ich frag mich, was müssen wir tun, um hier weiterzukommen? Selbst nach 100 Flugstunden nicht das Fliegen. Ja, und wir stehen hier irgendwie und wissen nicht hin. Wohin es für uns weitergeht. Jetzt ist keine Zeit, auf mich täuschst du nicht. Könnt ihr den Lavendelgeruch von mir wegwedeln? Bitte. Natürlich. Ja, ich habe keine Ahnung nach wie vor, was ich hier tun soll. Oh, was haben wir hinten noch? Haben wir das schon mal? Haha, schalala, so langsam. So. Wir kriegen unser Rätsel noch zusammen. So. Das ist gut. Was können wir noch hinzufügen? Stimmt, sie braucht einen Umhang. Purpurner Umhang. Wie wär's mit einem Hut? Was nehmen wir für das Gesicht? So, alles klar, den Hut hätten wir. Jetzt kriegen wir es hin. Das hat uns letzte Folge noch gefehlt. Purpurner Umhang. Ja, ja. Was nehmen? Ja, ist ja gut. Tada! Was nehmen wir für das Gesicht? So, für das Gesicht. Jetzt da hätten Zeit. Runder Stift, eckiges Loch. So. Unsere Amaya natürlich, perfekt. Wie immer. Perfekt. Wie sollen wir sie nennen? So heißt meine Schwester. Das weißt du doch. Ein Name, der auf einen weichen Konsonanten endet. Genau in diesem Moment hat mich der Zauberspiegel gerufen. Der Spiegel zeigte mir die magische Reflexion eines Turms weit entfernt im Königreich Kulima. Er sagte mir, dass die Prinzessin, die ich heiraten würde, in der Turmspitze auf ihren Retter wartete. Sofort schnappte ich mir einen wunderschönen Ring aus der Schatzkammer und brach auf, meine Braut zu retten. Ah, die Pflegerinnen sind da. Kannst du mich für eine halbe Stunde entschuldigen? Aber klar, Opa. Hey, diese Spielchen kennen wir doch noch. Gwendolyn, du bist dran. Oh. Was dauert denn da so lange? Ich habe keinen Schimmer. Höchstwahrscheinlich scherzt er wieder nur mit den Pflegerinnen herum. Seit 4 Stunden? Würde dich das etwa überraschen? Nein, nicht wirklich. So, freust du dich schon auf Großmutters Geburtstag? Ich habe noch gar kein Geschenk für sie. Mutter hat meins ausgesucht. Sie hat gesagt, es ist perfekt. Okay, Kinder, euer Großvater ist bereit für Besuch. Gwendolyn, dich erwartet er zuerst. Können wir beide rein? Besser nicht zu viel auf einmal. Außerdem brauche ich Gard bei den täglichen Dekreten. Okay, wenn wir das später fertig machen? Geh du nur. Immerhin bist du sein erklärter Liebling. Oje. Euer Großvater hat keinen Favoriten, Gard. Er liebt euch beide sehr auf seine Art. Und jetzt räum auf und komm in den Thronsaal. Ich habe da 3 Tabletts mit Leckerbissen für dich. Auf seine Art. Ach, ist ja auch egal. Es gilt immer noch Addendum 48677, laut Gesetz. Oh, was heißt das? Eieiei. Okay. Was erwartet uns hier nur? Frag ich mich.
Na los. Ein Abenteuer wird ja wohl noch drin sein. Nur eins noch. Ein letztes Abenteuer. Eine Kerbe in meiner Feder. Eine Reise in Neptuns Reich oder ein Marsch durch die endlose Wüste. Bitte, Spiegel, ein letztes Abenteuer. Oh. Opa? Ah, genau dich wollte ich sehen. Bist du in Ordnung? Jetzt schon. Hast du jetzt die richtige Medizin? Deine Gesellschaft ist besser als jedes Medizinfläschchen. So, komm, setz dich. Diesmal wählst du die Geschichte. Irgendwas was? Mit Drachen vielleicht. Tja, dann erzählst du mir bitte mehr über Oma? Jeder weiß, dass sie eine großartige Königin ist. Gütig und königlich und wunderbar. Aber ich finde einfach kein Geburtstagsgeschenk für sie. Ich will ihr was ganz Besonderes schenken. Natürlich. Es gibt wohl keinen besseren Startpunkt als den Anfang, als mich meine Reise zu den verwunschenen Inseln führte. Jemadabru! Also befreien wir jetzt seine, Frau. Grahams Frau, Opa, um die geht's jetzt? Die Geschichte hat mir Mama schon tausendmal erzählt. Hat das nicht schon jeder in Daventry gehört? Du bist den Turm raufgeklettert, hast Prinzessin Valanice gerettet und ihr habt euch verliebt. Nun, in Märchen werden Herzensangelegenheiten oft sehr vereinfacht. Man sieht sich, verliebt sich und wird glücklich zusammen, ohne große Probleme. Die wahre Geschichte ist viel spannender, als du dir jetzt vorstellen kannst. Ah, ich bin ja mal gespannt, wie spannend diese Geschichte wird. Ich hoffe, ihr auch. Bei Graham weiß man ja nie so genau, was ihn als nächstes erwartet. Okay, wir müssen erstmal durch einen dichten Wald. Der dichte Wald von... Wie heißt der Ort gleich nochmal? Verdammt! Ich sollte besser zuhören. Voll spannend bisher. Ja, was haben wir denn hier hinten? Da ist doch irgendwas. Hallo? Ich kann keine Pixel zählen, verdammt! Na egal, gehen wir es mal weiter. Es sieht schon malerisch aus, also ganz ehrlich. Es hat schon was. Ich meine, die Optik ist jetzt natürlich sehr comichaft gehalten, aber gerade deswegen... Es könnte auch ein Gemälde sein. Oh Gott. Habadu! Einmal rüber! Den Fröschen hinterher! Und Hep! Und... Da sehen wir den Schatten des Turms. Können wir da irgendwas mitmachen hier? Es scheint nicht so zu sein. Also, ja, bisher ist sehr spannend die Geschichte. Bisher ist, wuhu, passiert echt viel hier. Graham, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Kann ich die wecken? Lalalalalala. Schön weiter schlafen, schön weiter schlafen. Ich bin der Graham und schlafe im Stroh. Wow. Bisher vor Spannung kaum zu übertreffen, die Geschichte. Wo sind denn die versprochenen Probleme und... hallo? Ah. So, wir sind am Turm angekommen. Ich bin... begeistert. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter, würde ich jetzt gerade mal so sagen. Wir reiten ja nicht Rapunzel, sondern wir retten irgendwen anders. Also gut, hier außen scheint jetzt erstmal nichts zu sein. Ihr wundert euch nicht, ich guck mich hier nur vorher mal um. Ich möchte nämlich nichts auslassen. Wäre ja doof. Okay, hier draußen scheint jetzt gerade mal nichts zu sein, also machen wir hier mal Klopf, Klopf an die Tür. Hallo? Was für ein Dette. Was zum Geier? Schon mit Assassin's Creed oder was?
Okay. Klatsch, 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 klatsch. Lalalalalalala. What the fuck? Kann mir einer erklären, was das hier werden soll, wenn es fertig ist? Lalalalalala. Das ist doch nur ein Fenster, oder? Und was? Ach so, das ist um die Vögel, okay. So. Hallo? Einmal klopfen? Boah. What the fuck? Wer hat sich diesen Scheiß ausgedacht? Ja, noch weiter springen wäre irgendwie dämlich, oder? Ist klar. Gott. Okay, die verschwinden immer. Ich gehe rechts rum, bitte. Oh, bitte nicht. Ich hatte meine Liebste nie gesehen und... Oh! Okay, ich probiere jetzt mal was. So. Alter, ernsthaft. Okay, die beiden. Dann der hier unten. Okay, das heißt da, da. Und da. Okay, ich muss nochmal hier rüber. Ich muss nochmal schauen. Okay, der ganz links. Okay. Ich glaube, das kriege ich hin. Dahin. Dahin. Ja, man muss ja erstmal die Rätsel lösen, ne? So. Wir hätten es geschafft. Graham? Oh. Gar nicht ohne. Hallo. Ab und zu. What the fuck? Mist. Das Schicksal führte mich zu meiner wahren Liebe. Nur welche war es? Ich flehte den Zauberspiegel um ein Zeichen an. Na, Spitze! Tja. Puh, also, ich sag's mal so. Es wurde ja gesagt, sie ist gütig und so weiter, ist lieb und nett. Da würde ich jetzt eher zur Linken tendieren, dass sie die Wahre ist. Aber da
damit die beiden zusammenpassen. Also so von der Art her scheint sie eher der oder das Wesen zu sein, was zu ihm passt. Oder wie seht ihr das? Du oder du? Die etwas quirligere, die etwas aufgewecktere, die auch zu Gwendolyn passt in gewisser Weise. Also so Gwendolyn-Art in sich trägt. Oder die besonnene Ruhe. Also mich reizt ja eher diese hier, die rechte. Oh, so eine Kacke! Alter, wen nehmen wir denn? Immer sie oder sie? Sie oder sie? Übrigens, aus den Tieren wurde ich nicht schlau. Prinzessin, nehmt ihr mich zum Mann? Nein. What? Glaubt ihr nicht an Liebe auf den ersten Blick? Nein. Naja, schon, aber nicht so. Wir beide kennen uns doch gar nicht. Und ihr habt nicht den Segen meines Vaters. Bitte steht auf. So geht das nicht. Ja. Nicht? Dann verzeiht bitte. Okay. Meine einzige Liebe. Tja, ich hätte vielleicht ja gesagt, aber ich bin nicht gern zweite Wahl. Das heißt dann nein? Ja. Ich meine ja, das heißt nein. Kein Problem. Wir setzen die Rettungsmission wie geplant fort. Prinzessinnen, bitte seid so nett und lasst eure langen, prachtvollen, goldenen Locken herab. Oh mein Gott. What the fuck? Macht ihr Witze? Das trägt man seit Jahrzehnten nicht mehr. Oder Jahrhunderten. Bitte sagt mir, ihr habt einen echten Fluchtplan unter diesem verzierten Umhang. Ein trainierter Adler oder fliegende Bären. Oder ein Abenteurerseil. Abenteurerseil? Yeah! Läuft ja super! Graham, wir haben ein Problem. Ihr seid doch nicht etwa Seilos verliebt, oder doch? Tja, jetzt sitzt ihr hier mit uns fest. Da sollten wir uns vielleicht vorstellen. Mein Name ist... Erdbeben? Nicht ganz. Oh nein, was geht denn nur ab? Dieser Turm läuft? Dieser Turm hat Füße? Was zum Geier? Stützt das Regal! Welches Regal? Das da? Nein. Ach, das da! Nein! Ach, das sieht nur zerbrechlich aus. Da drüben, schnell! What the fuck? Sehr schön. Genau da. Links von euch. What the fuck? Ganz schön geschickt. Es fühlte sich an, als spielte der Zauberspiegel mit meinem Herzen. Beobachtete er mich? Wusste er bereits, wer meine Königin war? Ich musste mich entspannen. Ich musste ich selbst sein. Ich musste mein eigenes Chaos beseitigen. Aua. War das dunkle Magie? Eine unsichtbare Wand trennte mich von der Außenwelt. Wenn ich die Prinzessinnen beeindrucken wollte, musste ich anders an die Vase kommen. Okay, also wieder mal. Eine Vase war genau außerhalb der Grenzen eines Zaubers, der mich im Turm festhielt.
Okay, an diese Vase müssen wir also. Oje, oje, das läuft ja alles super. Wir sind auf einem wandernden Turm, der durch die Wälder von, was weiß ich, hier gerade stolziert. Und wir sitzen mit zwei hübschen Damen in diesem Türmchen fest, wo wir die eigentlich befreien wollten. Und jetzt müssen wir die beeindrucken. Und na toll, Graham, das hast du wieder super hingekriegt. Planlos durch die tolle Welt. Naja, nun gut, meine Freunde, ich würde sagen, wie das Ganze weitergeht, das erfahren wir dann in der nächsten Folge hier von King's Quest. Und ja, ich bin mal gespannt, wie unsere Reise weitergeht. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Bisher, das lief ja alles super toll. Naja, nun gut, meine Freunde, ich sage mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann wieder hier bei King's Quest. Euer Bussard.